Merhabalar, Doğaç Kafa'ya hoş geldiniz. Bugün DV sitesinden ekranda görülen yolu izleyerek bir B1 giriş testi okuması yapacağız. Ekranda soruları ve devamında çözümleri göreceksiniz. Yani soru çözme yapmayacağız. Güzel bir okuma saati yapacağız. Arada durdurup mutlaka bilmediğiniz kelimelere bakın. Hafta içine yetiştirebilirsem sınavda gördüğümüz güzel cümlelerin çözümleme videolarını da çekeceğim. Sınavlarda genelde günlük yaşamda da kullandığımız güzel tabirler çıkıyor ve sınavı eğer okuma şeklinde yaparsak öğretici de olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple soru çözme şeklinde değil, okuma şeklinde yapacağız. Şimdiden iyi okumalar diliyorum. İyi eğlenceler. Woher kommen Sie? Wie weit ist es von dort nach Deutschland? Wie lange fliegt man? Wie viele Menschen leben dort? Gern geschehen. Keine Ursache. Nein, Weimar ist keine Großstadt. Ja, die Stadt Weimar hat eine große kulturelle Vergangenheit. Entschuldigung, ich habe doch ein großes Bier bestellt. Ich wollte eigentlich einen grünen Salat haben, keinen gemischten. Ich kenne sehr viele Studenten, die das in einem Jahr geschafft haben, aber auch sehr viele, die das nicht geschafft haben, weil man eigentlich, also weil man auch so nur unter Leuten ist, die aus derselben, also aus demselben Land kommen. Und da kann man die deutsche Sprache auch nicht so praktizieren. Und deshalb dauert es vielleicht auch bei manchen dann halt zwischen 2 und 3 Jahren, bis sie sich an die deutsche Sprache dran gewöhnen. Manche schaffen es auch gar nicht, wenn sie nur unter dieser Umgebung sind. Aber es gibt sehr viele Beispiele, die das auch den Gegenteil bewiesen haben, dass sie es in einem Jahr geschafft haben. Nein, viele Studenten lernen Deutsch in einem Jahr.
Die junge Frau mit dem grünen Pullover ist Irene. Sie arbeitet zurzeit als Verkäuferin. Und der Schüler mit dem Bart, das ist Albert. Er ist Ingenieur. Eine Brötchentaste ist für Autofahrer gedacht, die nur kurz einkaufen wollen. Ich habe vor, endlich umzuziehen. Ich habe vor, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich habe vor, nicht mehr jedes Wort zu übersetzen. Ich habe vor, keine Prüfung mehr zu wiederholen. Sehr verehrte Fahrgäste, gegen 11.24 Uhr erreichen wir Mannheim Hauptbahnhof. Sie haben folgende Anschlussmöglichkeiten. Um 11.31 Uhr S-Bahn nach Germersheim von Gleis 1. Um 11.35 Uhr der ICE 600 nach Dortmund über Köln von Gleis 3 am Bahnsteig gegenüber, sowie um 11.40 Uhr Regionalbahn nach Karlsruhe von Gleis 10a. Wir wünschen allen Fahrgästen, die in Mannheim aus- oder umsteigen, einen schönen Tag und danken für die Reise mit der Deutschen Bahn. Der Zug nach Köln fährt von Gleis 3. Hi, vielen Dank für deinen Brief, über den ich mich sehr gefreut habe. Mir geht es sehr gut. Ich freue mich auch darauf, dass du mich besuchen kommst. Das wird toll. Die beste Zeit wäre natürlich im Sommer, wenn das Wetter schön ist. Du musst auf jeden Fall leichte und bequeme Schuhe mitbringen. Wir können viel spazieren gehen. Auch wenn meine Stadt nicht so groß ist, würde ich dir alles zeigen, was interessant ist. Aber wofür interessierst du dich am meisten? Wir schreiben uns vorher noch einmal. Wir haben noch Zeit. Viele Grüße. Das hätte ich nicht erwartet. Man hätte mich anrufen können. Meine Lehrerin, das ist die Frau, die in der Mitte sitzt. Der Klassenbeste, das ist der junge Mann, der neben mir sitzt. Die Studenten aus China, das sind die, die hinter mir sitzen.
Okay, du bist jetzt direkt am Hauptbahnhof. Dann nimm die S-Bahn bis Friedrichstraße. Es ist egal, welche S-Bahn du nimmst, sie fahren alle bis Friedrichstraße. Von dort nimmst du die Straßenbahn. Du kannst die Linie 12 oder die Linie M1 nehmen und dann fährst du bis S-Bahn-Station Nordbahnhof. Direkt am Ausgang findest du meine Wohnung. Am besten treffen wir uns direkt am Ausgang, sagen wir in 20 Minuten, okay? Nein, mein Bekannter erwartet mich nicht in 20 Minuten in der Wohnung. Ich dusche mich. Und was machst du, wenn du dich geduscht hast? Ich frühstücke. Und was machst du, nachdem du gefrühstückt hast? Ich mache meine Hausaufgaben. Und nachdem du deine Hausaufgaben gemacht hast? Norddeutschland ist eine wahre Fundgrube für interessante Ortsnamen. Ein Tagesausflug genügt, um in England, Grönland, Kamerun, Kongo, Lappland, Norwegen, Sibirien oder beim Nordpol zu landen. In England finden Sie eher selten waschechte Briten und in Kamerun so gut wie keine Zentralafrikaner. Hier liegen vornehmlich Deutsche, vielleicht gemischt mit ein paar Zugezogenen. Wie kam es zu solchen außergewöhnlichen Namen? Die Norddeutschen sollen im 19. Jahrhundert von Afrika begeistert gewesen sein, denn das wirkte sich bei den Ortsnamen aus. Und England wiederum entstand durch die Bezeichnung enges Land, weil der Seehafen dort ein sehr enges Ende hatte. Und in Nordfriesland finden Sie auch den einen Ort Welt. In diesem kleinen Dorf wohnen nur 250 Menschen. Im wahrsten Sinne des Wortes Weltbürger. Und keine Angst, wenn Sie den Ort durchfahren, ist das längst nicht das Ende der Welt. Nein, man findet nicht in ganz Deutschland diese Ortsnamen. Nein, die meisten dieser Namen kommen nicht aus Afrika. Ja, der Ortsname England hat mit Schifffahrt zu tun. Treffen wir uns heute Abend? Klar, wann geht es bei dir? Wie wäre es mit 18 Uhr? Ja, das müsste gehen. Und wo? Hier, vor der Schule. Schön, dann bis nachher. Tschüss. Ist das Rauchen hier erlaubt? Nein, du darfst hier nicht rauchen. Ist Kaffeetrinken hier erlaubt? Nein, wir müssen leider raus, wenn wir Kaffee trinken wollen. Kann ich meine Brötchen hier essen? Eigentlich nicht, aber gleich ist Pause. Dann kannst du deine Brötchen draußen essen. Ich bin jetzt schon 5 Jahre in Deutschland, aber trotzdem, ich finde deutsche Sprache für mich ist sehr schwer. Bis jetzt, ich kann immer noch nicht perfekt Deutsch und sogar, wenn meine Kollegen machen Witz oder Spaß auf Deutsch, manchmal verstehe ich nicht alles. Und dann finde ich etwas peinlich, weil alle lachen, aber ich nicht. Nein, sie ist schon länger in Deutschland. Ja, sie fühlt sich nicht wohl, wenn ihre deutschen Bekannten Witze machen.
Ich könnte viel besser Deutsch sprechen, wenn ich mehr Zeit zum Üben hätte. Ich könnte viel besser Deutsch sprechen, wenn ich mehr dafür tun würde. Ja, Sekt wird besonders am Ende des Jahres gerne getrunken. Nein, eine Flasche Sekt kostet oft weniger als 5 Euro. Ja, Sekt und Champagner werden auch Schaumwein genannt. Lieber Rainer, ich habe nächsten Mittwoch Geburtstag und möchte dich zu einer kleinen Feier in meiner Wohnung einladen. Es kommen viele Leute aus meinem Kurs sowie ein paar Bekannte. Die Feier beginnt um 19 Uhr. Ich hoffe, du kannst kommen. Viele Grüße. Denke ich an Deutschland, denke ich an die Umgebung und die Luft. Die Luft ist in Deutschland viel besser und sauberer. In Shanghai ist alles verqualmt wegen der vielen Fabriken und Autos. In Deutschland gibt es viel Wald und Berge. Außerdem finde ich es gut, dass man in Deutschland fast alles mit dem Fahrrad machen kann. In Shanghai würde ich nie mit dem Fahrrad in die Stadt fahren, das finde ich zu gefährlich. Falsch. Er denkt nicht an die vielen Autos in Deutschland. Was ich an Deutschland am meisten vermisse, sind die Süßspeisen und die Kuchen. Oft fand ich das Mittagessen ja etwas zu fettig und es gab zu viel Fleisch und Kartoffeln. Aber der Kuchen am Nachmittag war immer super. Am liebsten mochte ich Donauwellen und Käsekuchen. Und an Weihnachten natürlich Stollen. Ich bin auch immer gerne zum Bäcker gegangen und habe mir dort Teilchen gekauft. Richtig, sie spricht über das Essen in Deutschland. Ich mochte es, dass es in Deutschland nicht so heiß war wie in meiner Heimat. Es hat zwar mehr geregnet als bei mir zu Hause, aber dafür gibt es in Deutschland auch viel mehr grüne Wälder. Ganz besonders habe ich die Berge und den Schnee im Winter geliebt. Bevor ich nach Deutschland gegangen bin, hatte ich noch nie Schnee gesehen. Ich fand es schön, wie leise alles war, als das ganze Land eingeschneit war. Richtig. Sie spricht über das Klima in Deutschland. Zuerst bin ich mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren. Dann habe ich Silvia im Café am Rathaus getroffen. Danach bin ich mit ihr einkaufen gegangen und zum Schluss haben wir im Biergarten eine Kleinigkeit gegessen.
Die Sendung richtet sich in erster Linie an Mütter und Väter. Peter, was hältst du davon? George, was meinst du dazu? Maria, hast du was dagegen? Petra, hättest du Interesse daran? Ali, bist du auch dafür? Hugo, bist du einverstanden damit? Richtig, da bin ich vollkommen deiner Meinung. Bist du wirklich sicher? Das kann ich gar nicht glauben. Oh je, diese Aufgabe ist besonders schwierig. Richtig. Jüngere Menschen verwenden allgemeine Ausdrücke nicht so oft wie ältere. Richtig. Ältere Menschen brauchen zwar oft mehr Zeit, sich zu erinnern, aber das Gehirn arbeitet meist noch gut. Ein Buch ist ein Buch und ist aus Papier. Was jahrhundertelang galt, hat sich in wenigen Jahrzehnten geändert. Heute ist ein Buch nur eine von vielen Möglichkeiten, Inhalte in Umlauf zu bringen. Es gibt Bücher in vielen verschiedenen Formen. Das Hörbuch, den Film zum Roman oder das E-Book. Vor allem das elektronische Buch ist sehr beliebt. Der wichtigste Grund für die Kunden: E-Book-Reader mit hunderten verschiedener Titel sind viel leichter und platzsparender als gedruckte Bücher. Und weil man auf modernen Lesegeräten sogar bei Sonnenschein gut lesen kann, ist das E-Book auf Reisen oft die erste Wahl. Doch wer vor einigen Jahren noch an das baldige Ende des gedruckten Buchs geglaubt hat, der hat sich getäuscht. Noch immer greifen viele Leser lieber zur Papierversion. Sie wollen auf das Gefühl, ein richtiges Buch in den Händen zu halten, nicht verzichten. Vor allem Bücher mit Bildern oder Grafiken, wie Sachbücher oder Reiseführer, werden seltener elektronisch gelesen. Das liegt auch daran, dass E-Book-Reader Bilder nur in schlechter Qualität wiedergeben können. Außerdem kann man ein E-Book nicht verleihen und, ganz wichtig, es eignet sich schlechter als Geschenk. Denn kaum etwas verschenken Deutsche so häufig wie Bücher. E-Book-Reader können weit über 100 verschiedene Bücher speichern. Man kann E-Books auch lesen, wenn die Sonne auf das Lesegerät scheint.
Der Artikel wurde für Filmliebhaber geschrieben. Du solltest viele Zeitungen lesen und Radio hören. Ich würde alle Lektionen wiederholen. Am besten versuchst du, viel zu sprechen. Ich würde dir raten, dich zu entspannen und früh ins Bett zu gehen. Testimizin sonuna geldik. Bol bol okumaya, dinlemeye ve yeni kelimeler öğrenmeye devam ediyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.